Hi und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und geniales Business. Ich bin Dr. Mareike Bruns, Money, Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, heute gibt es wie letzte Woche schon angekündigt den zweiten Teil der Live-Q&A-Folge. Wer in die erste Folge noch nicht reingehört hat, macht das bitte unbedingt noch, weil die ist auch super, super spannend. Um den Kontext heute zu verstehen, müsst ihr aber die erste Folge nicht zwangsläufig gehört haben. Und heute geht es überwiegend um das Thema Loslassen, als auch sich zu fragen, wo will ich eigentlich hin? Und parallel aus diesen beiden Fragen resultierend, was mache ich da eigentlich mit meinem Umfeld? Und genau, also da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ihr da sehr viel für euch rausnehmen und mitnehmen könnt. Und ich wünsche euch super viel Spaß beim Zuhören und ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse. Heute, wo die Folge online geht, ist ja der 7. Oktober. Und wenn du das gerade hörst, bin ich entweder gerade dabei, Sachen zu packen oder sitze schon im Zug Richtung Venedig. Und ich werde dort ein paar Tage verbringen, werde ja meinen Geburtstag da feiern. Und da habe ich einfach richtig Bock drauf und ich werde auch gleichzeitig in Venedig ein ziemlich cooles Live in meiner Facebook-Gruppe geben und zwar zum Thema, wie du beim Reisen Geld verdienen kannst. Wer da dabei sein möchte, der schaut mal in den Shownotes vorbei und schickt eine Anfrage in meine Gruppe. Ansonsten könnt ihr aber euch das auch einfach notieren. Ich werde dazu auch eine Veranstaltung in der Gruppe einstellen, dass ihr von Facebook auch erinnert werdet, dass ich Sonntag um 18 Uhr live aus Venedig zu dem Thema, wie du Geld beim Reisen verdienst, sprechen werde. Also da habt ihr auch die Chance, über die Kommentarfunktion und so weiter Fragen zu stellen, da dabei zu sein. Und das Ganze ist kostenlos für euch, also da super, super gerne einschalten. Sonntag, der 10. Oktober um 18 Uhr live in meiner Facebook-Gruppe aus Venedig. Wer Lust hat, ist da ganz herzlich eingeladen. So, und wer jetzt sagt, also Mareike, ich habe jetzt gar keine Lust mehr rumzudümpeln und ich will jetzt hier mal starten und mein Business darf jetzt hier mal sowas von die Raketenzündung haben und ich möchte von innen heraus strahlen und damit mehr Kunden anziehen und ich will jetzt einfach loslegen, der ist, beziehungsweise die ist richtig bei mir im Money und Shine Programm. Den Link zum Programm findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Es ist so ein geiles Programm und es macht so Spaß, diese Transformation mitzuerleben, dir das Selbstvertrauen mitzugeben, dass du immer einen Weg findest, Geld zu kreieren, dass du dir da selber vertraust und dir das beizubringen und auch das Money-Mindset beizubringen, gepaart mit Universum und Spiritualität. Also Freunde, es ist so ein geiles Programm. Schaut doch gerne mal bei www.mareikebruns.de/Kundenliebe vorbei und schaut euch Kundenstimmen zu dem Programm an. Es ist wirklich einfach nur geil. Also seid da unbedingt dabei. Ich freue mich auf euch im Money & Shine. Link, wie gesagt, in den Shownotes. Und jetzt habe ich auch lange genug gequatscht. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit der Folge. Gibt es noch andere Fragen? Ich hatte nur eine Verständnisfrage zu dem Thema Loslassen von eben, weil ich glaube, ihr habt mir gerade ein mega Geschenk gemacht. Kann es sein? Also du hast eine Podcast-Folge, die heißt, glaube ich, so sinngemäß, dein Kontostand ist nur eine Entscheidung oder irgendwie so ähnlich. Eigentlich sind das alle meine Podcast-Folgen. Okay, und ich habe zum Beispiel, ich persönlich bin ja, wie gesagt, Vollzeit angestellt und plane, in die Selbstständigkeit zu gehen und habe irgendwie diesen Mut noch nicht gefasst. Und das Thema Loslassen hat mich gerade inspiriert, da mal weiter zu graben gedanklich und habe gedacht, und da wollte ich nur noch mal von dir wissen, ist das der richtige energetische Vibe im Sinne von, also du kennst mich ja auch, kann es sein, dass ich aus Schuldgründen einer Solidarität meiner Eltern festhalte an meinem schlechten Kontostand, zwar sechsstellig ja jährlich verdiene, aber mir nicht erlaube, davon zu partizipieren, also davon, dass es mir gut geht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich, also da darf ich bestimmt noch ein bisschen mehr hingucken, aber wirklich schaffe loszulassen, dass ich mich dann auch quasi traue, endlich den Gewerbeschein zu machen, etc. fortfolgende. Kann das sein? Das hört sich für mich gerade voll plausibel an. Oder fühlt sich ist so an. Ist es für dich plausibel? Es fühlt sich so an. Es kam gerade in eurem Dialog, dass es so lichtaufmäßig, so wow. Ja, das könnte, dann ist es das. Dann lass das noch. Also dieses Solidaritätsgefühl gegenüber Eltern, das kennt bestimmt von hier im Coaching niemand. Oder gegenüber dem Partner oder gegenüber den Kindern oder gegenüber dem Nachbarn oder sowas. Ja, kann doch nicht einfach mehr Geld verdienen als mein Nachbar, das ist ja schlimm.
das darfst du loslassen. Vor allen Dingen ist die Frage, wem hilfst du damit? Das ist so ein bisschen wie, oh, aber es gibt so viele Kinder auf der Welt, denen es nicht gut geht. Da kann es mir ja auch nicht gut gehen. Oder guck dir mal die ganzen Obdachlosen an. Das ist ja so furchtbar. Wer bin ich, dass es mir dann besser Ja. geht? Die Frage ist halt nur, wem hilfst du damit? Mit dieser Illusion habe ich mich tatsächlich intensiv gewidmet und da kommt bei mir die Antwort, mein altes, kleines Ich aus den Kindheitstagen fühlt sich dadurch verbunden mit diesem Elternteil. Ja, Und und wenn ich dann das kannst du loslassen jetzt würde, mal. dann habe ich die Angst, dass die Verbundenheit nicht mehr da ist, so ungefähr. Ja, aber die brauchst du ja auch gar nicht, die Verbundenheit. Du bist erwachsen. Ja, da hast du recht. Wir sind alle erwachsen und wir dürfen uns alle von unseren Eltern lösen und Tschüssikowski sagen. Wir dürfen sie lieb haben, das darf man, aber man darf auch selbst erwachsen sein. Und du kannst mal zu dieser kleinen Schnuckelmaus hingehen, die du, dein inneres Kind, und die in den Arm nehmen und fragen. Und nicht fragen, sondern ihr sagen, dass es dir gut geht. Und dass du auf sie aufpasst und dass sie aber Mama und Papa gar nicht mehr braucht. Dankeschön. Es geht nicht darum, dass man Mama und Papa nicht mehr lieb hat. Aber man braucht sie nicht mehr. Man darf ihnen trotzdem das Gefühl geben, dass sie, also nicht das Gefühl geben von, ihr seid Abfall, tschüss. Sondern im Sinne von, ich habe euch lieb, aber ich bin ein eigenständiger Mensch und ich entscheide über mein Leben. Und da muss man, ist manchmal schwierig, aber da davon muss man Grenzen setzen. Manchmal 2 Meter hohe Gartenzäune. Weil es ist dein Leben, für alle, die zuhören. Es ist euer fucking Leben. Kein Mensch auf dieser Welt kann oder hat das Recht, euch da rein zu reden. Keiner. Nur damit das auch so ist, darf man Grenzen setzen. Und je länger man das vielleicht mal versäumt hat, desto lustiger kann es werden, diese dann aufzustellen. Auch bei bestimmten anderen Menschen oder denen mal zu sagen, Servus, schön, dass ihr da wart, Servus. Ich bin im Servus sagen mittlerweile rigoros. Also wenn jemand da in mein Energiefeld oder ich mir denke, so, Alter. Oder Grenzen setzen. Hilft das? Ja, sehr, danke. Gut. Dann hatte ich jetzt hier, ja. Also ich habe zwei Fragen. Einmal nochmal zum Thema Loslassen, weil es gibt schon so ein paar Damen, die gesagt haben oder schon gesagt haben, boah, ich würde es so gerne machen, aber es ist mir zu, oder ich, das liebe Geld war das Thema in dem Fall. Und nun sagtest du ja zu der Dame mit den blonden Haaren, dass man vielleicht diese Kunden dann auch loslassen darf, weil das sind ja dann scheinbar nicht die auf dieser Frequenz schwingen würden für diesen Preis. Richtig? Ja, also ich gehe mal ganz kurz auf die erste Frage schon ein. Das klingt ein bisschen von dem, wie du es erzählst, ein bisschen nach dem umgekehrten Fall. Meine erste Frage, wie oft hast du denn schon bei Coaching-Programmen gesagt, nö, das will ich nicht buchen, weil das liebe Geld? Schon öfter. Aha. Könnte es sein, dass wenn man selber so unterwegs ist, Kunden anzieht, die auch so sind? Ja, aber das ist tatsächlich ein Preis, den ich auch selber bezahle. Bezahlt habe auch schon. Dennoch ist es ja irgendwo eine energetische Frequenz. Heißt, Also, was ich damit sagen ich soll jetzt ein Coaching buchen, was höherpreisig ist, damit Nein, ich auf nein, dieser nein, Energie nein, bleibe. das ist ein Trugschluss, der uns häufig beigebracht. Achtung, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich hol mal ein bisschen aus. Das ist häufig ein Trugschluss. Also es gibt ja viele Coaches auf diesem Planeten, inklusive mir, die sagen, wenn du selber hochpreisig verkaufen willst, aber nicht selber bereit bist, hochpreisig zu investieren, das ist schwierig. Und das sage ich euch ehrlich, wie es ist, das ist auch schwierig. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll, wenn ich sage, ich investiere. Also ich habe jetzt schon wirklich hoch fünfstellig auch dieses Jahr und ich glaube insgesamt sechsstellig jetzt in Coachings investiert. Ich biete selber in dem Bereich an und ich weiß eben auch, wie sich das anfühlt, so viel Geld zu überweisen. Und zwar aus eigener Kraft, aus dem, was ich einnehme, aus dem, wie ich oder es mir möglich gemacht habe, ganz zu Anfang, ja, wo ich habe auch mal nach Geld gefragt, war für mich auch ein Terror. Guess what? Ich lebe heute auch noch und habe eine funktionierende Firma. Ja,
Aber ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man die nächste Rate bezahlen muss und sich denkt, boah, keine Ahnung, wie und so weiter. Das Gefühl, weil ich weiß, wie sich das kennt, dadurch kann ich aber auch anderen Menschen weiterhelfen in diesem Gefühl, in dem sie gerade stehen, sie weiter zu coachen, und weil ich das weiß, wie sie es anfühlt und so weiter und so fort. Das ist jetzt nochmal eine Money-Mindset-Frage, aber wurscht. Also verstehst du, was ich meine? Es ist, ich bin in dem Gefühl, ich weiß, wie sich das anfühlt, und ich habe damit energetisch das Tor für solche Preise mal aufgemacht. So. Was man jetzt nicht glauben muss, ist, nur weil ich ein Hochpreis-Coaching buche, weil das ist ein ganz großer Trugschluss, den man dann zieht. Also wenn ich ein Hochpreis-Coaching buche, dann bin ich automatisch in der Lage oder bin automatisch auf der Frequenz von hochpreisig. Das funktioniert auch nicht, sondern das funktioniert in meinen Augen nur, wenn ich mich klar committe und wenn ich ganz klar sage, ich will das und ich will auf diese Frequenz und ich bin bereit, jeden fucking Schritt zu tun, die mir mein Coach beibringt, die mir mein Coach sagt, die ich selber auch fühle. Manchmal sind auch Dinge dabei, da habe ich selber auch im Coaching erlebt, wo ich mir denke, ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so passend für mich, vielleicht irgendwann mal später, was auch immer, die ich für mich selbst fühle, und ich bin dabei, an mir selbst zu arbeiten, Dinge zu ändern, weil zu erwarten, dass andere Ergebnisse kommen und ich mache alles auf die gleiche Art und Weise, das ist wohl eher ein bisschen schwierig. Ja, das funktioniert nicht. Ich bin bereit, das zu tun. Ich bin hochcommitted, das zu machen. Und jetzt investiere ich in dieses High-Price-Coaching und ich entscheide jetzt schon, alles, was in meiner fucking Macht steht, zu tun, um das Ziel, was ich habe, zu erreichen. Was kostet denn gerade so ein Programm bei dir? 1.110 Euro. 1.110 Euro. Findest du das, spürst du den Preis oder ist das ein Kopfpreis? Nee, ich spüre den total. Ich würde sofort buchen. Du würdest sofort buchen. Also bei dir kommt ja jetzt hinzu, wir hatten ja gerade noch mal geklärt, dass das Ergebnis so ein bisschen cool sein. Also das ist so ein bisschen cooler Verkaufen. Ihr Lieben, hier ging das Gespräch mit der Teilnehmerin dann weiter über ihre Preisstruktur und wir sind in dem Gespräch darauf gekommen, dass der neue Preis mit dem alten Preis sich gar nicht so viel unterscheidet. Also es ging, glaube ich, um eine Preisspanne von unter 100 Euro auf jeden Fall. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Und häufig ist das ein Zeichen, wenn wir ja im Kleinen so ein bisschen rumwursteln, dass wir uns für das Große noch keine Gedanken gemacht haben, wo wir hinwollen. Und genau, das versuche ich jetzt im nächsten Teil mit der Teilnehmerin eben rauszufinden. Das Gespräch ging etwas länger und hätte jetzt den Rahmen der Folge gesprengt. Deswegen habe ich das rausgeschnitten, das hier als kurzen Teil eingefügt. Und jetzt geht es genau an der Stelle weiter. Die Frage, die du dir stellst, ist eine Micromanagement-Frage. Und Micromanagement bringt uns in der Regel nicht weiter. Okay. Also manchmal ist ein bisschen Micromanagement auch nicht schlecht. In brenzligen Situationen kann einem das auch schon mal so im Überleben helfen. Aber deine Frage, die dahinter steht, was du für dich nicht weißt und was ich spüre, ist, dass du keinen blassen Dunst hast, wo du damit hin willst. Kann das sein? Okay, gut. Das ist ja oder nein? Bitte, ich kenne dich ja jetzt nicht lange. Du liegst auf jeden Fall grob richtig. Also grob ich stürze mich schon immer so in so Sachen rein. Also ich habe schon die Vision, wie das so abläuft und wie das sein soll und was das Ergebnis ist, aber vielleicht noch nicht so haargenau. So, was du jetzt machst ist, wie ganz viele Menschen versuchen irgendwie zu manifestieren, ich frage lieber gar nicht so nach den Kursen, sondern ich fange jetzt halt einmal ein bisschen an und dann schaue ich mal, was mir das Universum so gibt und dann gehe ich voll in die Dankbarkeit und so und dann der Nächste und bla bla. Dabei darfst du dir vorweg, aber das Problem ist, genau das Gefühl habe ich, dann gehe ich mit diesem Gefühl raus, schicke das Gefühl ans Universum und genau der Shit kommt wieder zu uns zurück. So, wenn du jetzt mal genau weißt, was will ich anbieten, welchen Umsatz will ich im Monat machen, wie viel soll das sein, mit welchen Kunden will ich denn arbeiten, wie sollen die Kunden sein, wie soll mein Lifestyle aussehen? Und wenn du die Fragen hast, dann brauchst du dich nicht mehr fragen, ob das jetzt dieses Coaching-Programm da 1.100 oder 1.200 Euro kostet, sondern dich mal wirklich zu fragen, was für ein Coaching-Programm würde ich denn gerne wirklich anbieten wollen und wie viele Kunden brauche ich dafür? So, und wen kann ich damit jetzt inspirieren und wie könnte ich meine Audience ändern? Und das Loslassen geht in der Regel von allein. Mhm. Okay. Du oder beziehungsweise du spürst es. Ich bin da auch gerade wieder drin, auf einer anderen Ebene und bei anderen Themen.
Aber ich habe dann ab und an mal so einen Impuls, Mareike, das musst du loslassen. Und dann kommt mein Gehirn und meine alte Programmierung. Nee, 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 nee. Das haben wir die letzten 7 Jahre jetzt schon so gemacht. Das hat immer funktioniert. Das lassen wir jetzt nicht los. Und dann kommt wieder mein neues Unterbewusstsein oder meine neue Programmierung. Doch, das lassen wir jetzt los. Okay. Doch. Du spürst das. Du musst, bitte bei allen, die zuhören, beim Thema loslassen. Nicht krampfhaft, sondern du spürst, wann es dran ist, das Ding gehen zu lassen. Wir haben das jetzt gerade bei der Dame im weißen T-Shirt gesehen. Das war wirklich so, das kam raus. Das war so eine Erkenntnis, so bam. Das ist wirklich, und das fühlte sich leicht an. Wo sie gesprochen hat, das fühlte sich an wie Erleichterung. Das fühlte sich an wie Release, wie Loslassen. Krampfhaft zu sagen, ich muss das jetzt so machen und so strategisch und meistens not a good idea. Lass es smooth sein. Smooth. Also geschmeidig. Verstehst du, was ich meine? Hilft dir das? Das hilft mir. Da kann ich auf jeden Fall mit arbeiten. Ich darf dir noch eine Frage stellen, eine ganz kurze. Ja. Wie hältst du dann diese Frequenz oben? Weil natürlich, wenn du ein bisschen am Rumzweifeln bist, ab und zu, ist ja die Frequenz ja nicht da, wo wir sie haben wollen. Dass wir mal negative Gedanken oder Selbstzweifel haben, das ist normal, wir sind alle Menschen. Die Frage ist, ob du diese Selbstzweifel und negativen Gedanken so interpretierst, dass sie dich jetzt runterbringen. Also man kann ja einen Selbstzweifel haben und einen komischen Gedanken, einen lustigen, einen interessanten. Und man kann ja jetzt anfangen, oh, ein negativer Gedanke, warte, oh mein Gott, jetzt ist mein ganzes Leben kaputt und alles wird sich zerstören und alles ist furchtbar. Oder man kann ihn beobachten und ihn einfach gehen lassen und sagen, Mensch, der war ja nett. Mhm. Okay. Und dann gehen wir. So, das ist erstmal das eine zu negativen Gedanken. Das heißt, negative Gedanken werden erst dann zu einem Problem, wenn wir sie zu einem Problem werden lassen. Mhm. Deshalb bin ich zum Beispiel, wenn ich meinen Coaches eine Frage stelle oder generell über ein vermeintliches Problem rede, immer so, dass ich mein Problem gar nicht erst fütter, sondern zum Beispiel frage, schau, ich bin in der Situation, stell sie neutral dar, ohne Bewertung und sage, meine Ideen für eine mögliche Lösungsfindung wären 1, 2, 3. Was denkst du? Ganz andere Frage als, das hat schon wieder nicht geklappt. Weil was mache ich dann damit? Mein Gegenüber, ist egal, ob es Freunde sind, Coach sind, Nachbar, Katze, Hund, Maus. Was ich dann mache, ist nämlich Folgendes. Ich beschwöre das Problem nochmal rauf. Heißt nicht, dass man sich das Problem nicht mal angucken sollte, nur wenn man es übertreibt. Ich beschwöre das Problem nochmal rauf. Zusätzlich beschwört ja der Mensch mein Gegenüber das Bild auch nochmal vom Problem rauf. Das heißt, ich befüttere ja mein Problem. So, und dann redet man über das Problem. Das heißt, das Problem kriegt immer mehr Feuerholz. Und dann ist das Problem aber nicht gelöst, sondern es ist einfach nur noch ein bisschen aufgebauscht. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe das Problem vollständig durchdrungen, das ist auch wichtig, by the way, ich muss verstehen, was eigentlich das Problem ist, dann kann ich ja auch mit meiner Lösung, also dann kann ich mich viel besser über Lösungsmöglichkeiten unterhalten. Mhm. Ja? Jetzt kommst du mit der Frage, wie hältst du jetzt die Frequenz oben? Also das ist jetzt erstmal ein Punkt zum A, wie kriege ich das hin, dass ich mit diesen negativen Gedanken umgehe? Ich gebe ihnen einfach keinen Raum, ich füttere ihn nicht und ich nehme ihn mal als neutraler Observer wahr. So, dann die zweite Frage ist, wie halte ich die Frequenz hoch? Welche Übungen hast du dazu schon kennengelernt? Also ich würde mal sagen, jetzt so dieses Spaß haben vielleicht, also irgendwas so aus der Freude heraus machen, keine Ahnung, mit Essen gehen, mit Freunden treffen, irgendwie so. Du würdest jetzt wahrscheinlich Motorrad fahren? Ja, nicht unbedingt. Dann habe ich keine mir Bekannten, glaube ich jedenfalls. Du musst wissen, wo du hin willst. Das schreibst du bitte einmal detailliert nieder. Du schreibst exakt detailliert, wirklich mega genau nieder, wie will ich es haben. Wenn du mal raus bist, holst du diesen Zettel hervor und liest ihn dir durch. Mhm. Schreib nicht auf, ich hätte gerne ein Auto und ein Bett und ich hätte gerne eine neue Blumenvase. Das macht in der Regel nichts mit uns, sondern... Alter, scheiß die Wand an, Mann. Ich mache jeden Monat 5.000, 10.000, 15.000, 30.000 Euro Umsatz netto.
ich zahle mir jeden Monat so und so viel Euro aus. Ich habe einen Porsche, Boxster, Cayenne, whatever, 911er, schieß mich tot, vor meiner Haustür stehen, in schwarz, mit Sitzheizung und geilster Navi und bestem Soundsystem aller Zeiten von XY-Marke, whatever. Ich fahre mit dem Ding durch meine Lieblingsstadt, gehe Eis essen. Ich gehe nicht irgendein Eis essen, ich gehe das teuerste Eis essen der Welt mit meiner Rolex an meinem rechten Arm. Keine Ahnung, was dich da antört, aber schreib es so auf, dass es geil ist. Und in dem Moment, wo du drohst, abzurutschen, lies es durch. Das erhöht deine Frequenz. Okay. Was es bei mir auch tut, ist, ich zwinge mich in solchen Momenten Coaching-Content zu hören. Und nicht, also ja, manchmal lese ich ein Buch, manchmal schaue ich mir höre ich mir einen Podcast an, das tue ich aber seltener als das, wo ich gerade im Programm bin und gucke mir wirklich den Paid-Content an. Weil, Freunde, ich sage es euch, Paid Content, also es heißt nicht, dass kostenloser Content schlecht ist, überhaupt nicht. In der Regel hat es aber meistens einen Grund, warum man das bezahlt. Und vor allen Dingen habe ich ja immer mein Commitment auch mit da drin. Also du kannst eins meiner Coaching-Kurse, also wenn ich jemanden im Money and Shine dabei hätte, der den vollen Preis bezahlt und jemanden, der das umsonst mitmacht oder sich nicht darum gekümmert hat, also den ich... Weißt du, es gibt ja auch andere Fälle, wo man sagt, okay, ich habe jemanden um Geld gefragt oder ich habe um was weiß ich gemacht, ja. Das ist nochmal was anderes, weil man durch einen persönlichen Terror gegangen ist, dass ich mir jetzt so ein Coaching möglich gemacht habe. Aber ich sage mal, die nehme ich einfach kostenlos mit rein, völlig egal. Glaubst du, dass diese beiden Menschen ein unterschiedliches Ergebnis haben im Coaching? Zu 100%. Deswegen ist bei diesem Paid-Content, da ist bei mir immer noch dabei, ich habe dafür bezahlt, weil ich etwas Bestimmtes erreichen wollte. Okay? Aber das mache ich auch, um meine Laune hochzuhalten, oder meine Frequenz hochzuhalten. Ich gucke mir sowas an, um mich immer wieder daran zu erinnern und das in mein Unterbewusstsein einzuprägen. Das Wissen, was ich habe, dass ich hier jetzt eine Stunde, anderthalb, euch zu jeder Frage, die euch einfällt, coachen kann, das liegt daran, dass ich das keinen Tag skippe. Keinen Tag und immer dranbleibe und an mir selber arbeite und jeden Tag versuche, 1% besser zu werden. Ja, hilft das? Das hilft total und ich hatte gerade eine Erkenntnis. Das ist gut. Es hat tatsächlich ja mal eine Kundin gefragt, die hat gesagt, das hört sich total interessant an. Und jetzt musst du mir aber nochmal sagen, warum das so viel kostet. Also sie hat wirklich scheinbar wirklich nicht verstanden, was hinten für sie bei rauskommt, oder? Das klingt doch da mit rein. Ja, kann. Es kann auch die Bewertung von ihr sein und es kann auch noch ein Glaubenssatz von dir sein. Weil was lustig ist, ich habe immer Preise genommen, zu denen ich zu 150% gestanden habe. Immer. Da gab es nie Diskussion. Es hat noch nie jemand, dem ich wirklich ernsthaft etwas verkauft habe, mit dem Preis bei mir diskutiert, zu 0%, weil ich aber auch zu 150% hinter dem Preis stehe und weiß, jeder Mensch on Earth sollte das Money und Shine Programm machen. Jeder, weil es einfach das beste, da kommt die Bestätigung, danke, weil es einfach das beste Programm on Earth ist. Und das sage ich nicht nur so, sondern weil ich das zu 150% lebe. Deshalb diskutiert aber auch keiner mit mir. Fang mal weniger an, immer im Außen zu suchen, sondern du kreierst immer von innen nach außen. Von innen nach außen. Mhm. Okay. Immer. Immer, immer. Hilft dir das? Das hilft mir. Ja, total. Gut. Nächste Frage. Ich glaube, das ist so eine kleine Frage, die auch an die Vorrednerin anknüpft. Ich stehe ja am Anfang des Business, habe zwar schon Coaching-Erfahrung, habe da bisher aber kein Geld für genommen. Anyway, wenn ich damit jetzt loslaufe auf Basis der Erkenntnis heute, dem Geschenk, da kommen sofort Gedanken und das sind eigentlich auch Glaubenssätze. Wenn ich mir vorstelle, ich würde die Plattform Instagram und eine Webseite nehmen, um mich zu positionieren, um mich sichtbar zu machen, dann ist es ja auch die Sache wie bei der Vorrednerin des Angebots. Wohin will ich eigentlich? Also welchen Mehrwert möchte ich dem Coachy bieten? Und irgendwie aus dem privaten Bereich, das ist also mehr meins als die der Zielgruppe, kommen so Gedanken, naja, die Leute könnten ja mir Fragen stellen oder mich damit konfrontieren, warum sie denn, oder bin ich denn überhaupt ausreichend qualifiziert, wenn ich doch nur so Coaching-Ausbildungen habe und gar nicht promoviert oder sonst wie bin. Also es gibt ja, das ist so ein Klassiker, ne? So wie die eine aus dieser Runde hat auch davon gesprochen, das sind eher Leute, die gehen zur Therapie. Sag ich ja, naja,
Es gibt für jede Sache heutzutage einen Coach. Ein Coach kann sich, ist ja auch kein geschützter Begriff, also relativ auch verbrannt, deswegen finde ich das, also ne, ist halt ein Name, wie jeder Hans. Und da merke ich, also ich wurde schon damit im Freundeskreis konfrontiert von einer Freundin, die ist entsprechend im medizinischen Bereich unterwegs und sagt, sie hält gar nichts davon, weil man ja, es gibt einen Grund, warum man für solche Dinge auch studieren muss, etc. fortfolgende. Da habe ich grundlegend selbst eine andere Haltung vor, aber ich merke, dass das auch was mit mir macht. Hast du, die Frage ist, hast du direkt einen Erste-Hilfe-Koffer maßnahmenmäßig irgendwas, wo ich schneller davon loslassen kann, dass ich diese Leute quasi nicht anziehe, die mich dann so doofe Fragen stellen? Ihr Lieben, hier habe ich im Live-Call ein paar Geschichten und Beispiele gebracht und die würden jetzt auch hier die Podcast-Folge sprengen, deswegen ein kurzer Einschub. Generell gilt hier aber zu sagen, die Umfeldfrage, die kommt natürlich immer irgendwann mal auf, wenn man sich mit seiner Frequenz woanders hin bewegt, dann ja, ist immer die Frage, bewegen sich die anderen mit oder nicht, wen lässt man los, wen nimmt man mit und so weiter und so fort. Das ist aber tatsächlich ein Prozess, durch den man einfach mal durch muss. Also ja, da darf man Menschen in Liebe und mit ganz viel Segen gehen lassen oder eben Menschen auch einfach mitnehmen, weil sie sich selber auch weiterentwickelt haben. Genau, und an der Stelle setzen wir jetzt einfach mit der Podcast-Folge fort. Es ist egal, was du machst. Es gibt irgendjemanden, der findet das scheiße. Deswegen kannst du auch direkt das machen, was dir Freude macht. Als ich so 16 war, da war mein Wunsch, da hättest du mich wirklich auf sonst was prügeln können, Lehrerin zu werden. Für Physik und Politik, das wollte ich unterrichten. Ich fand das eine ganz großartige Kombination. Das fand das Land Niedersachsen aber nicht. Da muss man dann immer so eine besondere Fächerkombination und Scheiß drauf. Und man muss irgendwie noch so, keine Ahnung, Hauptfach Mathe und Scheiß und so. Naja, und das wollte ich. Ich wollte wenn Politik und Physik unterrichten. Und habe dann aber auch schon gemerkt, dass mein Umfeld so sagte, dass Lehrer ja alle doof sind. Und Lehrer, das sind ja die furchtbarsten Menschen. Und Lehrer, wie kann man nur Lehrer werden? Lehrer ist ja also hochgradig Kacke und so. Und dann habe ich mich davon beeinflussen lassen und bin nicht mehr Lehrerin geworden. Und habe dann kurz, wirklich im letzten Moment habe ich mich für Wirtschaftswissenschaft entschieden. Bin ich heute sehr, sehr dankbar drum. Ich wäre im staatlichen Schulbetrieb nicht untergegangen. Aber damals habe ich mich wirklich beeinflussen lassen. Und dann habe ich es nicht gemacht. Und dann kam irgendwann mal mein Vater auf mich zu und meinte, ja, Mareike, eigentlich wäre doch Lehrer für dich auch nicht schlecht gewesen. Da bin ich kurzfristig mal rückwärts rübergekippt. Und dachte, echt jetzt? Ich wollte es doch allen recht machen mit meinem Studiengang. Und jetzt ist es doch nicht mehr richtig. Aber das war für mich ein Augenöffner zum Thema, ja, fuck you, ich kann eh machen, was ich will. Ich brauche auch keinen Gefallen, weil es wird eh jemanden finden, der das scheiße. Gibt es noch eine Frage? Gut, dann danke ich euch. Und ich ja, danke euch, dass ihr heute hier bei mir mit im Podcast wart. Mega. Ihr Lieben, das war der zweite Teil von der Q&A-Folge. Ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Und wenn ihr mehr davon wollt, wenn ihr mehr von der Energie möchtet und ja, ganz viel Positivität mit in euer Unternehmen reinbringen wollt, dann lade ich euch ganz herzlich ein, im Money und Shine dabei zu sein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und egal, bei welchem Projekt du gerade dran bist, bleib unbedingt dran. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Deine Mareike.